Eine neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Und wir fahren einfach mal wieder. Ja. Wir sind wieder auf der Karte Frankreich unterwegs. So. Und ich hole mir jetzt erstmal hier eine Lieferung. So, jetzt vielleicht. Ich hab's. Gut. So. Wo sind mal die Blinker? Ich fahre nämlich gerade mit Tastatur. So. Biegen wir mal links ab. Gut. Machen wir uns mal hier wieder auf die Reise. Oh, das war echt knapp. In der Tat. Ja, das ist halt blöd mit der Tastatur. Da kann man halt nicht so schnell reagieren. Oder natürlich kann man schneller reagieren, nur man kann halt nicht so schnell lenken. Oh, wie schnell fahren wir? So ungefähr 50, würde ich sagen. Oder, ja, 50 ungefähr. Dürfen wir ja auch, glaube ich, nur, ja. So, wie viele Kilometer sind es eigentlich noch? Ich guck mal ganz kurz hier. Es sind noch 280 Kilometer. Das ist ein bisschen was, was wir hier noch fahren müssen. Gut, dann blinke ich mal rüber und ja. Fahr rüber natürlich auch. So, ich hoffe, wir kommen dieses Mal gut durch. Und ich hoffe, wir sehen auch wieder schöne Ecken von Frankreich. Das ist natürlich wichtig hier, wo wir hier schon fahren. Ach, typisch einfach. Brems, brems! Och, Mann. Ja, man kann halt hier nicht so gut bremsen mit der Tastatur. Die Taste ist halt, hat halt nur mal eine Reaktion. Und die ist entweder stark oder nicht so stark. Keine Ahnung, die war jetzt so mittelmäßig. Die Reaktion. Oder halt die Stärke der Bremse. Bei der echten Bremse halt für, mit dem Lenkrad, dann kann man richtig schön bremsen, halt so stark man will. Aber darüber wollen wir jetzt auch nicht die ganze Zeit reden. So, da wollen wir mal ein bisschen wieder an Geschwindigkeit aufnehmen. Und der Bus, der drängelt auch schon hier links. Da muss ich ein bisschen Gas geben, sonst überholt er mich hier noch. Aber wir sind auch nicht stehen geblieben. Oh, der Bus! Bitte zieh nicht an uns vorbei! Nein! Das wollte ich nicht. Och, Mann. So. Dann biegen wir mal rechts ab. Ja, und wir werden müde. Ich weiß. Wir gehen schon. Also wir müssen echt mal langsam anhalten. Sonst wird es hier noch gefährlich. Wenn es euch außerdem gefällt, dass ich mal wieder eine Euro-Truck-Simulator-Folge mache, dann lasst gerne jetzt schon mal hier einen Daumen hoch da. Da weiß ich, dass ihr mehr davon sehen wollt. So, diesmal bremsen wir aber rechtzeitig. Nicht mehr, dass wir den hier wieder drauf fahren. Ich will vielleicht mal das nächste Mal ausprobieren, ob man während der Fahrt Maut bezahlen kann. Weil ich bin hier, glaube ich, noch nicht richtig angehalten. Da war das schon, oder wurde schon angezeigt. Vielleicht kann ich das nächste Mal einfach während der Fahrt das machen. Da brauche ich gar nicht anhalten. Mal gucken. Ja, wo ist denn... Ach, hier. Wenn ich schon... Oh, sie werden müde. Finden sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Oh ja, ich mache schon langsam meine Augen zu. Nicht gerade gut. Ja, hier ist schon eine Parkmöglichkeit. Glaube ich, ja. Ach nein.
Ah nee, doch, ich bin hier richtig. Ich dachte schon, ich könnte hier nicht schlafen. So, ist aber ganz schön eng hier. So, da parken wir mal hier. Irgendwo, keine Ahnung, hier vielleicht. Aber vielleicht haben wir dann wieder Hetze, aber egal. Wir müssen eh schlafen gehen. Ein bisschen weiter vor, damit wir auch schön einparken hier. Ja. So. Und dann schlafen wir mal. Dann fahren wir mal hier wieder raus. Haben sie aber schön alles hier gebaut. Mit lauter Kreiseln. Oh. Ja, doch, ich bin richtig hier. So, da fahren wir wieder auf die Autobahn drauf. Aber die Karte ist schon echt gut gelungen, finde ich. Also Frankreich. Oh, ist das ein Weinfeld? Also so ein Weintraubenfeld? Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Wie cool. Dass sie auch an sowas gedacht haben, weil das macht halt Frankreich aus, so Kleinigkeiten. So, jetzt müssen wir eigentlich gleich auch mal abbiegen hier. Wir haben nämlich echt nicht mehr weit zu fahren, 30 Kilometer noch. Oder müssen wir auf der Straße anliefern? Unbedingt ein bisschen langsamer fahren hier. Lass mich einfach mal ausrollen. Aber dieser Sonnenuntergang sieht auch echt schön aus hier. Also der Euro Truck Simulator ist echt ein cooler Simulator. Das weiß natürlich jeder eigentlich. So, es wird auch schön, es wurde eben auch schön gespeichert. Oh. Gut. Wow. Aufenthalt in, ach, Dings da. Und Errungenschaft, dass wir hier jetzt 5 Städte aus Frankreich oder 5 Städte in Frankreich freigeschaltet haben. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen durch die Kreisverkehre fahren. Sieht aber Frankreich echt ähnlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das hier Frankreich ist. Weil ich weiß es natürlich. Dass es hier Frankreich ist, weiß man natürlich jederzeit. Nur sieht halt hier so. Man kann es wirklich erkennen, auch wenn man es nicht. Wenn man nicht weiß, dass es Frankreich hier ist. So, mal wieder ein Kreisel. Komm, fahr doch mal bitte hier. Oh nee, jetzt hat er mich auch noch ausgebremst. So, oh oh, wartet mal. Ich glaube, wir müssen hier reinfahren. Ich wäre schon beinahe dran vorbeigefahren. So, wir machen wieder das hier. Und ich fahre mal los. So, dann halten wir hier mal an. Oh, oh. Es lenkt aber auch so langsam. Ich kann nichts dafür eigentlich. Na toll, natürlich gar nicht was dafür. Ich hätte langsamer fahren sollen, aber man kann halt nicht schneller lenken mit Tastatur. So, dann satteln wir uns hier ab. Und wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mal wieder mit einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.